ist Johannes Dörster, ich komme aus Stangrün, ein kleines Dorf im Erzgebirge, am Rand zum Vogtland, damit jeder weiß, wo wir herkommen. Ich bin der Müller Hannes von Stützenkrieg. So, und beim Sandsdengeln, du kommst drauf an, dass er erst einmal stumpf ist, dass man nicht drauf rumbursten, wenn es gar nicht nötig ist. Und dann ganz vorne und ganz wenig, damit sie nicht aufplatzt und blutig wird. Denn das Scharfe ist das, was ganz vorne ist. Und wenn sie richtig gedengelt ist, dann muss man als Kontrolle, wenn man hier drunter fährt, unter dem gedengelt, muss man den Fingernagel sagen. Dann ist es scharf so. Ist wirklich so. Nein, nein, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Das kannst. Und immer, guck, siehst du hier, siehst es. Und jeden, der es lernen will, soll es ruhig machen und soll dann mit dem, was er produziert hat, selber arbeiten. Dann weiß er beim nächsten Mal, was verkehrt war, und dann wird es beim nächsten Mal wieder besser. Es kommt darauf an, dass man nicht zu breit anfängt, sonst platzt das hier vorne auf, als man da ja auch nicht mehr kann. Und es gibt da, und vor allem der Dengelhammer, der muss hier unten ein bisschen rund, also ballig sein, damit man einen Blendpunkt hat, wo man trifft. Immer wieder probiert. Ja, ja. Jetzt ist es bald 70, war. Immer wenn du jetzt eine Stunde haust, immer mal, wenn du merkst, es geht nicht mehr richtig, nimmt man doch einen nassen Wettstab und tut Hier wird sie scharf gemacht und auf der Wiese wird nachgearbeitet immer mit dem Wettstein. Mit dem Wettstein, da muss man wirklich sich mühen, dass man nur leicht von oben nach unten nicht so nachrammeln, sind sie das bisschen Dangel sofort wieder weg. Nur so ein kleines bisschen runter zu streicheln und unten auch. Und vor allem muss der Wettstein das sein. Der Wettstein, den es zu kaufen gibt, das sei gebrast, das ist nicht. Das muss der feinste Kunde muss nehmen. Das muss ein gewachsener Wettstein sein hier. Ein Naturstein. Schiefer. Schiefer oder irgendwas hier. Also ich bin der Brandstatter Thomas und im Vogtland in Rodenkirchen. Nein, in Rodenkirchen, ich bin aber geborener Stützenkrieger. Und ich habe mir jetzt hier einen neuen Sensenbaum anbringen lassen an meine Sense. Aber also total verschlissen. Hier. Und jetzt habe ich mir die Sense noch einmal ein kleines bisschen nachdengeln lassen, um auch zu prüfen, ob meine Dengelkunst die ist, die man wirklich dann anwenden kann. Also ich war zufrieden, sie war gut gedengelt, auch von mir. Und er hat mir sie jetzt nochmal ordentlich eingestellt, der Johannes. Und jetzt denke ich, habe ich wieder etwas gutes Werkzeug, um die Wiese fachgerecht all zu mähen. Warum? Weil man erstens, weil es was Schönes ist, also nicht überall. Also ich sag mal, die Wiese, wo die Wäsche aufgemacht wird, da macht man es natürlich nicht unbedingt. Ne? Aber solche 1, 2, 3 solche Ecken mal lassen, wo man konsequent auch mit der Sense mal rangeht. Und dann das liegen lässt, 3 Tage liegen lässt, dass auch die Pflanzen wieder ihre Sporen irgendwo verteilen können und dann erst wird es aufgerechnet. Mit dem Rechen. Ja, und wenn das jeder konsequent machen tut an seinem Garten und wenn er bloß ein Viertel von seinem Garten für solche naturnahen Bearbeitungsmethoden aufnimmt und nicht alles mit Robotern macht oder mit Steinen, was man ja auch jetzt im Garten zu verurteilen kann, wenn das jeder bitte mit tut, denke ich, haben wir alle gemeinsam was für unsere Natur getan.